liebe Freundinnen und Freunde des kritischen Journalismus, lieber Tilman Spengler. Es gibt Worte, es gibt Wörter, die sind außer Betrieb. Das Wort Tausendsassa gehört zu diesen Wörtern. Zu Ehren von Spengler und in Bewunderung für Tilman nehme ich das Wort Tausendsassa hier und heute wieder in Betrieb. Tilman Spengler ist ein Tausendsassa und ich sage das voller Respekt. In diesem Wort schwingt, wenn es auf Spengler gemünzt wird, nicht etwas leicht Belustigtes mit, so wie etwa in dem österreichischen Wort Wunderwutzi. Im echten Tausendsassa steckt das französische Sa, also Sassa, dies und das, Tausendsassa, wie im französischen Revolutionslied Ah, Saira. Edith Piaf hat das mitreißend gesungen, so mitreißend wie Tilman Spengler redet, so mitreißend wie Tilman Spengler schreibt. Spengler kann so viel. Und all das Viele, was er kann, kann er gut. Es gibt einen Maler, der das Wort Tausendsassa in der langen Reihe seiner Vor- und Beinamen hat. Friedensreich, Hundertwasser. Spengler ist der Hundertwasser des Journalismus. Er studierte Sinologie, Politikwissenschaft und neuere Geschichte, unter anderem in Taipeh. Er war mehrere Jahre lang am Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg tätig. Er war 6 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter des Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker. Er hat früh für Rundfunk, Fernsehen und Printmedien aus- und über China berichtet. Er war über 30 Jahre lang Mitherausgeber der Zeitschrift Kursbuch, dem Leitmedium der undogmatischen deutschen Linken. Er stellte nicht nur in dieser Rolle ökonomische, ästhetische, ökologische und andere Mängel der Zeit zur Debatte. Bei der Gründung der ganz bestimmt nicht aus seiner Schuld verblichenen Wochenzeitung Die Woche wurde er dort Feuilletonchef. Und er schrieb und schreibt Bücher, wunderbare Bücher. Vor 30 Jahren war es die eben schon gezeigte Romanbiografie Lenins Hirn, ein geniales Werk über Diktatur und Genialität, das in 27 Sprachen übersetzt wurde und das jüngst in seinem aktuellen Roman Made in China eine ebenbürtige Fortsetzung gefunden hat. Spengler ist ein China-Kenner von hohen Graden. Er mag das Land. Er hat Kanzler und Minister dort fachkundig begleitet. Die chinesische Führung mag ihn freilich nicht unbedingt. 2-mal traf Spengler das offizielle Verdikt, kein guter Freund des Landes zu sein. Kein guter Freund? Das ist ein grandioser. Aber wie man nach der Lektüre des Buches Made in China weiß, ein verständlicher Irrtum, weil Spengler die subversive Kreativität liebt, mit der seine Protagonisten die autokratischen Strukturen in China unterlaufen. Der Roman sprüht von fantastischen, von aberwitzigen Einfällen. Spengler entwickelt eine ganz neue Art von Suspense. Er erfindet das Genre des sinologischen Thrillers. Tilman Spengler ist Publizist. Wer oder was ist ein Publizist? Ein Publizist ist so etwas wie ein nobilitierter Journalist, geadelt durch die Vielfalt seiner Themen, geadelt durch die Vielfalt von Zeitungen, Zeitschriften und Medien, für die er schreibt. Um ein großartiger Journalist zu sein, muss man nicht in einer Redaktion arbeiten. Tilman Spengler ist da ein Beispiel. Er ist in seiner Person eine wandelnde Redaktion. Man könnte freilich kritisch fragen, verzettelt sich hier ein hochgelehrter Schreiber und origineller Literat? Nein, er verzettelt sich nicht. Im Gegenteil, Tilman Spengler ist Zettelstraum. Die Buntheit und die Fülle waren und sind sein Reichtum.
Er ist ein Journalist von ungeheurer Bandbreite, ein gelehrter politischer Analytiker, ein Polyhistor, ein Stegreiferzähler, ein Pfadfinder durch das Labyrinth der Weltliteratur. Im bayerischen Fernsehen hat er das in sage und schreibe 101 Sendungen demonstriert. Es waren dies 101 entschieden unhektische, aber hochspannend geistreiche Viertelstunden, jeweils 15 Minuten voller geistreicher Gelehrsamkeit, voller Anekdoten. Spengler ist ein Universaljournalist, ein Teufelskerl, ein Tausendsassa. Man könnte kleinlaut werden, wenn man sich mit seiner Vita, mit seinem Oeuvre befasst. Aber Gott sei Dank hat Tillmann auch für solche Anwandlungen etwas in seiner Hausapotheke. Zum Beispiel dies. Er sollte einmal für einen bedeutenden zeitgenössischen Komponisten die Mao-Bibel in ein Libretto umgestalten. Es sollte ein gigantisches Werk für Chor und mehrere Solostimmen werden, ein heroisches Oratorium. Nur der Text musste wegen Überlänge gekürzt werden. Bestimmte Passagen waren nämlich für eine eindringliche mehrfache Wiederholung bestimmt. Zudem sollte der Librettist, also Tillmann, auf Kontinuität achten und auf das Vermeiden allzu vieler Zahlen. Denken Sie ständig an Händel, hatte ihm der Komponist geschrieben. Aber es ist schwierig, beim Lesen der Mao-Bibel ständig an Händel zu denken. Gerade wenn Worte auftauchen wie politische Konsultativkonferenz oder antijapanischer Befreiungskrieg. Daran scheiterte auch der Polyhistor und Universaljournalist Tillmann Spengler. Ansonsten schafft er fast alles, auch den großen Otto-Brenner-Preis. Herzlichen Glückwunsch, Saira, Saira. Herzlichen Glückwunsch, Tillmann Spengler. Ja, ein Tausendsassa hat Herr Herbert Prantl Sie gerade genannt. Das war so ein bisschen mein Problem bei der Vorbereitung. Was frage ich? Ein Tausendsassa? Ich kann ihn, oh Gott, ich kann ihn alles fragen. Nach dieser Rede von Herrn Prantl wüsste ich es auch nicht. Nein. Ich habe noch mal mir zur Vorbereitung diese wirklich schöne Reihe beim Bayerischen Rundfunk angeschaut. Ein paar Folgen Klassiker der Weltliteratur. So was Schönes macht der Bayerische Rundfunk. Und da gibt es eine Folge, eine besonders herausragende fand ich, zu Karl Kraus. Karl Kraus, der wirklich große Sprachkritiker, einer der Sprache ganz genau nahm. Sie doch auch. Ist er ein Vorbild für Sie in dieser Hinsicht? Jawohl. So ein eingeschränkt, wie man mit Vorbildern umgehen soll. Ja. Das kann ich erklären. Das ist natürlich, das muss ich den Kollegen und Kolleginnen nicht erklären, ein Magier der Sprache, ein nie in irgendeiner Weise in Verdacht geratener Kritiker seiner Zeit. Wenn Sie die Artikel in der Fackel lesen oder wenn Sie die letzten Tage der Menschheit am besten nicht im Theater sehen, sondern es einfach lesen. Ist mehr so ein Lesestück. Das ist eher ein Lesestück für mehrere Abende. Und die Aufführungen, die es darüber gibt, sind auch grandios eigentlich immer alle daneben gegangen. Aber es ist, Karl Kraus steht bei mir so im Zusammenhang mit dem anderen Kollegen Egon Erwin Kisch und auch Josef Roth natürlich. Josef Roth für die Beschreibung Galiciens in derselben Zeit und viele andere Geschichten. Und, die alle eint, dass Sie auch als Journalisten. Die alle, und deswegen, das hat mich interessiert, und die alle diese Doppelrolle erfüllen. Also zum Literarischen und zum Journalistischen, zum Theatralischen. Das bei Karl Kraus, das ist sozusagen die Seite, die man bei Karl Kraus nur zur Kenntnis nehmen sollte, wenn man sich vornimmt, ihn nicht ganz so großartig zu finden. Denn der hat seine eigenen Gedichte und auch Teile aus den letzten Tagen der Menschheit vorgetragen. Und das ist schlimmer als Josef Stetter Theater. Das muss nicht sein. Das heißt, es sei denn, Sie brauchen halt diese Prise gegen
gegen Antidot für die Bewunderung. Und das ist bei Egon Erwin Kisch ist es ja so ein ähnliches, ist eine ähnliche Geschichte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, seine Berichte aus Shanghai zu lesen. 1922, glaube ich, irgendwie so um diese Zeit rum. Japanische erste Teile der japanischen Invasion, Bürgerkrieg in Shanghai. Und er beschreibt immer sehr genau, in welchem Hotel er abgestiegen ist, wobei er großen Wert auf die Güte des Hotels legte, was unter Kollegen ja völlig unbekannt ist. Völlig. Aber das Problem war, wenn Sie dann, das Hotel steht heute noch, und wenn Sie dann selbst von dem Balkon des Hotels aus versuchen zu erkennen, was Egon Erwin Kisch vor 100 Jahren von diesem Balkon aus durch wie viele andere Häuserwände er hat gucken müssen, um das zu berichten, was er berichtet hat, dann schätzen Sie die poetische Einfallskraft von Journalisten ganz besonders. Ich will nichts beschönigen damit, aber es reiht ihn ein in eine gewisse Tradition von barocker Ausgestaltung. Ja, vielen Dank, das Stichwort Shanghai, da sind wir schon in China. Sie sind, wir haben es gehört, studierter Sinologe, gefragter Experte immer wieder, wenn es um China geht. Was fasziniert Sie so an diesem Land schon seit vielen Jahren? Naja, gut, also bevor es mehr China-Experten gab als Virologen, da hat man davon ganz gut gelebt. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, wie gesagt, ich habe da zwei, drei Jahre am Stück gelebt. Und man macht Freunde, man hat eine ganz bestimmte Beziehung und man lernt beides kennen. Also man lernt das Grauen kennen. Ich weiß nicht, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, glaube ich, so Anfang der 80er Jahre in der Gegend von Shanghai auch. Da mussten wir einer Massenexekution beiwohnen auf einem Fußballfeld. Und ich kann ernsthaft sagen, wie Ernst Jünger habe ich mich da nicht gefühlt, um einen anderen Beobachter von Exekutionen hier ins Gedächtnis zu rufen. Und die andere Geschichte, die zeigt wieder, wie sozusagen die heitere Seite für mich. Irgendwann musste ich zum Grab des Konfuzius, das liegt in der Provinz Shandong im Osten, Chifu heißt der Ort, und da hatte ich, das war in der frühen Zeit von Automobilverkehr, also Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und ich hatte mir in der Hauptstadt von Shandong ein Auto und einen Fahrer gemietet. Und irgendwann so in der Mitte, dort wo Shandong topflach ist, nur Bäuerlein auf dem Feld, der japanische Wagen bricht zusammen. Rauchwölkchen, alles das, was man hat. Und der Fahrer guckt das Auto an und sagt, was der klassische chinesische Satz dafür heißt, da gibt es keine Hilfe. Und es gab aber doch irgendeine Hilfe, weil aus der Nähe wurde irgendwie aus einem Dorf, kam ein Rikscha-Fahrer. Und der Rikscha-Fahrer, und es wurde schon so abenddämmerig, und der Rikscha-Fahrer guckte sich das Auto an und sagte, wozu er ein gutes Recht hat, Autos sind scheiße. Das ist für einen Rikscha-Fahrer eine richtige Beobachtung. Und also von Ökologie war da noch gar nicht die Rede. Und dann war es ein japanisches Auto. Und die Japaner haben in diesem Teil Chinas relativ bös gewütet. Und deswegen kam da alles zusammen. Und dann sagte ich, lieber Mann, ich bin kein Japaner, ich muss nach Chifu, da sind noch 20 Kilometer, können Sie mich da hinbringen? Und dann guckte er mich an und sagte, Chifu ist weit und du bist fett. Und das brachte die Situation klarer als irgendetwas auf den Punkt. Und dann habe ich gesagt, du, wir können ja irgendwie eine Hälfte radeln, ich und die andere. Radelst du? Und daraufhin sagt er, da verdiene ich ja nichts. Ja? So, ich muss dich zahlen, du musst mir. So,
einfaches Nullsummenspiel. Und dann habe ich gesagt, nein, komm, mach gar nichts, das mit dem Geld klären wir. Und dann sagt er, na gut, aber ich fange an. Und er wusste natürlich, dass da, wo wir angefangen haben, alles noch sehr topfflach war. Ja? den Rest der Strecke war das Gelände außerordentlich hügelig. Und er saß hinten in dem Rikscha und er hatte offenbar auch Freunde in dem Dorf, die liefen alle zusammen, als wir nach Tjufu fahren. Und die Bevölkerung war hingerissen von dem Bild eines weißen Mannes, übergewichtig und mit sehr rotem Kopf. Und hinten grüßte eben der alte Rikscha-Fahrer und sagte, ja, ja, tolle Geschichte, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überleite. China ist auch gerade ein großes Thema in den Medien gewesen, natürlich wegen des Verkaufs von Teilen des Hamburger Hafens an den chinesischen Staatskonzern COSCO. Sehr umstritten. Also jetzt geht es um noch 24,9% Beteiligung. Ursprünglich sollten es mal 35 sein. Was halten Sie von so einem Deal mit China, Hamburger Hafen? Es war, Gott, ich meine, es wird die Geschichte nicht verändern. Aber es war, glaube ich, die politisch dümmste Geste oder ja, doch Geste, die politisch dümmste Geste zum falschen Zeitpunkt, wenn eine doppelte Negation jetzt nicht irgendwie falsch hier ist. Wenn wir mal überlegen. Nein, es ist einerseits natürlich so nachvollziehbar, dass verschiedene andere Häfen das auch so gemacht haben, unter anderem eben Piräus. Dazu haben die unter anderem Herr Schäuble und die damalige Regierung die Griechen gezwungen. Mittlerweile, der Hafen war am Ende in Piräus, mittlerweile ist er einer der Vorzeigehäfen des ganzen Mittelmeers. Unintended Consequences nennt man das vielleicht. Mhm. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ein bisschen fundamentaler. Das haben wir ja vorher auch schon besprochen. Man muss sich irgendwann mal darauf einigen, was Grundversorgung heißt. Also dürfen wir, was ja bald kommt, oder dann dürfen wir mal die Wasserwerke verkaufen. Also machen wir es wie bei Monopoly, sowas. Oder betrachten wir einen Hafen eben als einen Teil unserer grundlegenden Infrastruktur. Und da kommt man natürlich dann zu einem anderen Ergebnis. Und gut, das ist ein immer spannendes Thema, aber mehr möchte ich zum Hafen nicht sagen. Ja, aber vielen Dank für diese doch sehr differenzierte Einschätzung. Herzlichen Dank, Tilman Spengler. Vielen Dank. Danke Ihnen für die ganze Veranstaltung.